aus Plastik, der wächst und wächst. Von brennenden Wäldern und Todeszonen im Meer bis hin zum Amazon, Bakalwan und Drohnenverkehr. Manchmal erkenne ich unser Wörter nicht mehr schwer. Es geht selten ums Herz und ums Geld immer mehr. Weil Medien suggerieren, du hast nie genug, kauf mal mehr. Doch fühlen uns dabei fast nie gut. Wenn wir weiter teilen sind von einem Weg fürs System, müssen wir endlich verstehen. Schau mir jetzt noch den Auftrag ab. Ich glaube, dass so kleine Dinge, die gar nichts ändern können, da fängt es bei den ganz Großen an oder so. Grundsätzlich ist cool, aber es ist halt schwierig umzusetzen, oder? Dass man ja immer wieder der Werbung aufsitzt, ja. Weil wir trotzdem, glaube ich, eine Konsumgesellschaft sind und halt nicht von unseren Gewohnheiten wegkommen, weil wir von unserem Luxus nicht abwiegen wollen, glaube ich. Aber ich mache recht gern meine Handys kaputt, zwar nicht absichtlich. Ja, aber jetzt habe ich mein Handy eh schon länger als ein Jahr, das heißt, jetzt versuche ich, das noch länger zu halten. Schade eigentlich, es ist unser Planet. Wir wollen ja so lange wie möglich darauf gesund arbeiten, aber ich glaube, dass der Zug eigentlich schon abgefahren ist. Weil wie soll man das alles noch reparieren? Das Konsumverhalten, Mobilitätsverhalten, da kann jeder Einzelne sofort ganz mit Kleinigkeiten wichtige Schritte tun. Und bei der Kleidung schaue ich halt schon, dass das einheimische Kleidung ist oder halt sozusagen auch selbstgeschneidertes, ja, was ich trage. Okay, man sieht im Nachhinein auch, es kommt eigentlich von da oder von dort, aber ich probiere schon, dass ich schaue, dass zumindest fair produziert worden ist, die Kleidung. Allerdings weiß man ja nicht mehr, wo das herkommt. Es ist sehr undurchsichtig, die ganze Herstellerei. Man schaut schon, wenn man jetzt drinnen steht von Bangladesch und dann denkt man, um Gottes Willen, wir sind die Armen, wenn es Kinderarbeit ist. Natürlich wäre es mir lieber, wenn man in Österreich Kleidung erzeugen würde, aber ich glaube, gibt es überhaupt österreichische Produkte? Ich glaube nicht. Ich kaufe sehr gern Fashion. Ich schaue, dass ich es nicht zu oft mache und ich schaue, dass ich sehr viel Vintage-Sachen kaufe oder dass ich meine Sachen, die ich vielleicht nicht mehr anziehe, dann jemand anderen geben kann, der vielleicht dann noch eine Freude damit hat. Alle namhaften europäischen Marken oder internationalen Marken. Kommt alles auf Made in irgendwo Südost. Und ich bin auch der Meinung, dass die Globalisierung reduziert werden muss. Wo wird das gewandt gemacht, diese Anzeige? Wo wird vieles produziert von dem, was ich brauche? Eine Frage sein muss, die man im Umkreis von 1000 Kilometern erledigen kann. Jeder Einzelne kann schon was tun und es geht einfach schon wirklich beim eigenen Einkauf los. Wenn man schon mal regional einkauft, dann hat man schon mal weniger Transportweg und weniger CO2-Ausstoß und das macht auch schon mal einen Unterschied. Du kannst dahin fahren, du kannst dahin fliegen. Die Flüge sind billig, die Züge sind teurer. Warum? Jetzt nicht nur Corona-bedingt, ich bin generell gerne in Österreich unterwegs. Es gibt da wirklich in Österreich einige schöne Platzerl und ja, das war auf jeden Fall Überlegung wert, ob man nicht zuerst einmal Europa oder das Land selbst erkundet und dann eventuell die anderen Kulturen folgt sozusagen. Recyceln oder Sachen nicht einfach downhauen, finde ich sehr wichtig. Man kann sehr viel reparieren. Wenn man sich die Weltlage insgesamt anschaut, ja, da sieht man ja, jeder profitiert nur für sich selber vom Gewinn her und achtet nicht, wie viel Schmutz riecht die selber an. Ja. Wenn sie der Abfall weggegeben wird, ja, in die Mülltonnen, das ärgert mich persönlich am meisten, weil da hauen sie alles zusammen. Ja, das muss ja irgendwie wieder getrennt werden und so weiter. Ja. Wenn man da schon an kleinen Dingen achten würde, ja, und nicht alles wegschmeißen. Wenn alle auf der Welt also in Indien oder in China oder Südamerika alle den Lebensstandard wollen, den wir vorleben und den wir alle cool finden, der aber eigentlich auch auf dem basiert, dass andere Regionen ausgebeutet werden. Also es geht sich halt rechnerisch nicht aus, dass wir alle so leben, wie wir leben. Also müssen wir halt was ändern. Also dass jeder ein Auto hat oder zwei und ein Haus und eine Wohnung, das wird sich nicht ausgehen. Ja, wenn wir in so einer Konsumgesellschaft leben, ich versuche immer Verpackungsmaterial zu vermeiden. Und wirklich auch alles, wo möglich ist, alles nicht elektrisch machen, sondern viel mit der Hand machen. Ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist. Ich meine, jeder kann seinen Teil dazu beitragen, aber bis zu einer gewissen Grenze irgendwann hört es halt dann auf, weil wir trotzdem, egal wie viel man sich für Klimaschutz einsetzt und nur Fair Fashion kauft oder nur vegan sich ernährt oder schaut, dass man keinen Müll produziert. Trotzdem hat jeder ein Handy und einen Laptop. Also es ist halt, ja, wo setzt man da die Grenze? Gestern erst diskutiert mit meinem Mann über Sportkleidung, dass man eigentlich eh genug hat und man braucht nicht immer das Neueste und man kann es auch schon lange tragen und es hält eigentlich das meiste.
Secondhand will haben. Also es gibt genug Möglichkeiten. Man kann ja zu einer gewissen Grenze einfach ein Vorbild sein und ich glaube, das ist die beste Lösung. Also das ist ja dasselbe mit anderen Sachen. Man kann ja Leute nicht zu einem Klick zwingen. Hat Regierung nur Wort und kein Druck macht. Es kann in jedem von uns ein Klima hört stecken. Wir müssen selber unser Wort retten.